Liebe Zuschauer, heute bei uns zu Gast Jasmin Schwiers und Gregor Milo. Sag mal, wie habt ihr euch denn gefunden? Du bist ja eigentlich Schauspielerin, klar, du bist Sänger, aber wie kommt ihr zueinander? Ich fange mal an, ich habe das Mikro. wir sind zusammen auf einem Konzert gewesen von Maria Mena, kannten uns beide nicht, was ich persönlich ganz cool fand, weil wir echt sehr unvoreingenommen uns gegenübergetreten sind. Er kannte meine Filme nicht, ich kannte seine CDs noch nicht, seine Alben, seine großartigen Alben. Und ja, da haben wir uns gefunden und eine gemeinsame Freundin hat uns dann musikalisch verkuppelt, aber auch nur musikalisch. Richtig, genau so war es. Das ist gleich mal, gleich mal klargestellt, ne? Nimm dir einfach gleich das Mikro, sonst kommst du nicht zu Wort. Ich habe ja die Gitarre, ich habe ja die Hände nicht frei. Du kannst dich ja schon mal dran gewöhnen, du hast die Hände nicht frei. Genau so war es. Es gibt nichts mehr hinzuzufügen. Ich wäre eine miserable Moderatorin. Und dann sagt, ach Quacki, du kannst doch alles. Und dann hat die Freundin gesagt, Mensch, mach doch mal zusammen eine Platte oder wie sieht das aus? Also die Platte war eigentlich schon fast fertig und dann kam auf die Idee, weil sie sich auch, wir haben uns einen Song rausgesucht, was super für ein Duett wäre und dann kam sie um die Ecke, dass sie singt und dann haben wir das ausprobiert. Dann kamen so Demos um die Ecke mit ganz vielen E-Mails drunter von wegen, das ist nur ein Demo, ist nur ein Demo und so. Und es war eine ganz schöne, zarte Stimme drauf zu hören. Und das passt perfekt für den Song. Und dann haben wir uns kennengelernt. Und ja, ein bisschen wohnt es in mir. Mein Papa hat meiner Mama Klavierunterricht gegeben. So haben die sich kennengelernt. Also war es wahrscheinlich dann doch irgendwie auch Schicksal, dass ich irgendwann dann doch mal... Ja, so ungefähr. Das macht ihr übrigens sehr schön. Es wollte raus aus mir. Ja, und dann habt ihr zueinander gefunden. Und was erwartet uns jetzt auf eurem... Album? Es ist nicht unser Album, es ist sein Album. Ich singe nur das eine Liedchen mit. Ja, genau. aber das ist doch jetzt nicht. Also mal gucken, was in Zukunft noch passiert. Wir haben, das Album war quasi schon fertig und dann haben wir noch das Duett aufgenommen, das es gar nicht auf dem Album gibt. Das heißt, das haben wir einfach so gemacht. Es wird es aber halt bei iTunes geben. Man kann das dann im Päckchen dann dazu irgendwie holen. Aber schön ist, dass wir es gemacht haben und mal gucken, was das als nächstes kommt. Ich muss erst noch ein paar Lieder schreiben vor dem nächsten Album. Oh, kriegst du schon ein Päckchen mit rosa Schleifchen. Ich mag das. Ich lade nur noch runter. Sag mal, du bist ja eigentlich Schauspielerin. Das habe ich ja vorhin schon mal ganz kurz erwähnt. Was steht denn jetzt als nächstes bei dir an? Und vor allen Dingen, was hast du alles schon Großartiges gespielt, damit die Leute genau wissen, das ist hier so schwierig. Was habe ich alles gespielt? So eine große Rolle. Ja, also ich mache das schon ein bisschen länger jetzt. Also ich habe tatsächlich als Kind schon angefangen, Filme zu machen. Das ist also tatsächlich echt einiges zusammengekommen. Ein paar Tatorte habe ich gemacht. Ein paar Kinofilme waren auch dabei. Schule oder jetzt NVA. Jetzt hast du aktuell auch einen, ne? Genau, jetzt kommt im Herbst Kleine Morde ins Kino. Ich bin Kommissarin geworden beim Kommissar Stolberg. Das lief jetzt gerade ein paar Wochen. Und da war ich echt eine taffe Braut mal zwischendurch. Und ja, also es läuft. Ich kann nicht klagen.